Die Geschichte von Horst Schlemmer, die kennt ihr alle, Grevbroscher Tageblatt. Genau so sieht es aus in sehr vielen Redaktionen heute. Da herrscht tatsächlich eine ganz geringe Anzahl an aktiven Köpfen. Gott sei Dank hat man die dpa, denn die haut jeden Tag Fotos, Videos und Texte raus, die man genauso wie sie geschrieben sind übernehmen kann. Und das tun die. Fast alle sind am Tropf der dpa. Ein spannendes Feld, ein Minenfeld. Wir reden über 347 Tageszeitungen, wir reden über 27 Wochenzeitungen und sage und schreibe 7 Sonntagszeitungen und einen Mann. Und wer jetzt von euch glaubt, wir reden über Julian Reichelt, der täuscht sich, weil wir reden über Sven Gößmann. Sven wer? Wenn ihr euch diese Frage jetzt stellt, dann bleibt dran, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke und bleibt dabei. Denn das heute ist nur ein Thema von vielen, die sich lohnen. Jawohl, wir reden über Sven. Wer ist Sven Gößmann? Baujahr 1966, er ist Chefredakteur. Nun habe ich euch eben gesagt, wir haben fast 350 Tageszeitungen. Warum also über einen einzigen Chefredakteur sprechen? Nun ganz einfach, dieser Sven ist der Schattenmann. Er ist der Puppenspieler. Er ist derjenige, der medial Meister der Meinung ist. Denn er ist der Chefredakteur der Deutschen Presseagentur. Schon mal gehört? Garantiert schon mal gesehen. Wenn ihr hin und wieder Zeitung lest oder aber auch im Internet euch auf den Medienportalen rumtreibt, dann seht ihr in Klammern klein dpa. Genau die sind das. Die dpa ist die Meinungshoheit und die meinungsmachende Unternehmung, die dafür sorgt, dass die 347 Tageszeitungen jeden Tag ihre Informationen bekommen. Ja, es ist tatsächlich so. Die Geschichte von Horst Schlemmer, die kennt ihr alle, Grevbroscher Tageblatt. Genau so sieht es aus in sehr vielen Redaktionen heute. Da herrscht tatsächlich eine ganz geringe Anzahl an aktiven Köpfen. Gott sei Dank hat man die dpa, denn die haut jeden Tag Fotos, Videos und Texte raus, die man genauso wie sie geschrieben sind übernehmen kann. Und das tun die. Fast alle sind am Tropf der dpa. Dann gibt es der Vollständigkeit halber 3 weitere Spieler am Markt. Das eine ist der evangelische Pressedienst, das andere ist die katholische Nachrichtenagentur und nicht zu vergessen der Sportinformationsdienst. Auch den gibt es in Deutschland noch, aber die spielen tatsächlich nicht so die große Rolle. Ja, in der Nische der Sport, ja, sicherlich. Und der wiederum gehört zur AFP, der französischen Presseagentur, die wiederum eine der größten weltweit ist, die zweitgrößte, genau genommen hinter AP. Das sind die Keyplayer, kommen aus den Staaten, New York genau, und da wird weltweit Meinung gemacht. Und jetzt merkt ihr, wie die Schlinge sich langsam zuzieht. Die dpa steht tatsächlich seit Jahren in dem Ruf, dass sie tatsächlich die Marktstellung missbraucht und tatsächlich auch dadurch, dass sie relativ regierungsnah ist, dafür sorgt, dass die richtigen Informationen zeitnah kolportiert und den Redaktionen zur Verfügung gestellt wird. Und wie sowas aussehen kann, das habt ihr heute vielleicht erlebt. Denn heute ging über den Ticker eine Meldung über die WHO. Und zwar solltet ihr es mal machen. Ihr solltet mal einfach suchen nach WHO und sehr unwahrscheinlich. Denn das war der Wortlaut aus der deutschen dpa-Meldung. Denn da kam dann nahezu sinngleich, als die Meldung rausging, mit demselben Suchbegriff bei ntv.de. WHO, Laborunfall, sehr unwahrscheinlich. Der Merkur titelte, WHO-Bericht nennt These sehr unwahrscheinlich. Salzburg 24, AT, Corona-Ursprung im Labor sehr unwahrscheinlich. Das Tageblatt aus Luxemburg schreibt, WHO-Bericht, Laborunfall sei als Ursprung von Corona sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es hier noch die Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Auch sie schreibt, Coronavirus weltweit die neueste Entwicklung. Und auch sie, es wundert nicht wirklich, es sei sehr unwahrscheinlich, dass der Virus aus Wuhan stamme. Ach ja, und dann geht das so munter weiter über mehrere Seiten. Wir haben insgesamt 8220 Ergebnisse zu Wuhan und sehr unwahrscheinlich. Wenn ihr jetzt glaubt, mein lieber Mann, das sind aber ganz schöne Schlawiner bei der dpa, dass ihre Meldungen tatsächlich auf einmal so viral gehen, weil jetzt schreibt ja auch einer vom anderen ab. Denn ihr müsst ja mal überlegen, so wird nicht nur Meldung und Meinung gemacht, nämlich dass jetzt Gott und die Welt weiß, dass das mit dem Virus sehr unwahrscheinlich ist. Nein,
Jetzt gibt es natürlich eifrige Füchse in den sozialen Netzwerken, die diese Meinung teilen. Und ihr wisst ja, zwei Quellen sind eine Wahrheit, zumindest bei Wikipedia. Das bedeutet, so komme ich zu einem Wikipedia-Eintrag. Ich muss nur zwei Quellen, die ursprünglich aus derselben Pressemitteilung kommen. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, das eine ist Salzburg24.at und das andere wäre dann tatsächlich unsere Deutsche Merkur oder der Deutsche Merkur. Zwei Quellen, zwei Artikel, dann muss es wohl wahr sein. Dass aber alles abgeschrieben ist von derselben Pressemitteilung, merkt man vielleicht dann, wenn man sie nebeneinander legt. Aber dann ist man besonders clever und dann geht man hin und übersetzt doch einfach mal sehr unwahrscheinlich ins Englische. Denn dann stolpert man über very unlikely. Yeah. Und genau das hat die Reuters-Mitteilung gemacht. Denn Reuters ging raus mit WHO-Expert in Wuhan says lab leak very unlikely. Jo, hat Reuters getitelt. Reuters auch eine Agenturmeldung. Und das wurde übernommen von der BBC in England, es wurde von der Japan Times in Japan übernommen, es wurde von der J-Post übernommen in Japan, es wurde von US News in Amerika übernommen und alle titeln sie gleich WHO, WHO, Experts in Wuhan says lab leak very unlikely. Und genauso very unlikely kommen uns dann auch noch The Guardian daher, jetzt nicht der englische The Guardian, der hier kommt aus Kanada, und einige andere weltweit. Dort kommen wir tatsächlich auf mittlerweile über 80.000 Ergebnisse. Wer jetzt glaubt, dass es damit genug wäre, dass die Deutschen und die Engländer das gemacht haben. Nein, ich habe da mal geschaut. Und dann gibt es noch so einen Big Player. Das ist dann die EFE. Das ist die spanische, einer der Top 4 der Welt. Agentur, die EFE. Und die wurde sogar in Frankreich übernommen. Und da heißt das Ganze dann improbable. Jo, und das waren dann die Franzosen, die es übernommen haben. Das war aber auch die ABC in Spanien als Tageszeitung und El Mundo. Das mal nur als Beispiel und auch da kommt man auf 16.600 Treffer. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Ja, meine lieben Freunde, genau so funktioniert Meinungsmache. Ich muss also keine 347 Chefredakteure bestechen, in einem geheimen Zirkel an einem runden Tisch sitzen haben, wie einst die Ritter rund um König Arthur an seiner Tafelrunde, die in einem geheimen Zirkelbund sich ewige Treue schwören und tatsächlich ewige Verdammnis über all die Dummen bringen. Nein, ich brauche nur ein, zwei Keyplayer in den Presseagenturen, die dafür sorgen, dass eine Meinung publik gemacht wird. Weil der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, werden wahnsinnig viele Zeitungen genau diesen Artikel, diese Pressemeldung 1:1 übernehmen. Und achtet in Zukunft drauf, wenn ihr dieses Zeichen oder dieses oder das da vor einem oder hinter einem Artikel seht, dann wisst ihr, es handelt sich um eine Pressemeldung, die von einem dieser Presseagenturen. Jetzt muss ich dazu sagen, Presseagenturen sind keine Institute, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die ihr Einkommen und ihr Auskommen damit verdienen, dass sie Meinung machen. Sie entscheiden, was relevant ist. Sie vermitteln uns einen Eindruck von Realität und Wahrheit. Aber sie sind die Marionettenspieler dahinter. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn euch das gefallen haben sollte und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über das, was die aktuelle Tagespolitik ausmacht, aber auch was die Persönlichkeiten und die Gesichter unserer Politik betrifft, dann abonniert diesen Kanal, lasst einen Kommentar da und helft uns dabei zu wachsen und unseren Platz zu finden. Wir haben für euch den Finger am Puls der Zeit, das Ohr an der Straße und beide Augen auf das, was sich hier in Deutschland tut. Wir sind der Meinung, der Lebensraum Deutschland ist wertvoll für alle, die hier ein Zuhause haben.